Hallo Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video bei mir hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir haben heute Feiertag. Ne, brauchen heute nicht arbeiten. Das ist schon mal, naja, langes Wochenende, muss auch mal sein, ne? Nicht immer ballern, ballern hier, ne? Arbeit, Maloche, ne? Ja, gut. Wie ihr gesehen habt, habe ich hier was richtig Feines. Und zwar habe ich bekommen bei Müller. Ja, und zwar Jeepers Creepers, hier die komplette Trilogie. Ja, Teil 1 sogar im neuen Master, HD Master. Und das machen wir gleich zusammen auf. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne ein Lob aussprechen. Ja? Und zwar an Müller. Ja, ehrlich. Weil ich war letztens da und die haben da ein bisschen umgeräumt bei uns hier. Und die haben jetzt eine ganze Ecke freigemacht, wo vorher die 4K-Filme waren. Die sind jetzt auf der anderen Seite. Und hier ist jetzt fast eine komplette Reihe mit Mediabooks. Ja? Und bei manchen steht drauf, der ist jetzt hier nicht drauf. Da ist immer so ein kleiner Müller-Aufkleber hier vorne. Oder da, kommt drauf an. Und da steht drauf, entweder exklusiv bei Müller oder neu bei Müller. Ja? Und hallo? Der Hammer. Absolut genial, super gemacht da. Und die Preise, die sind wirklich sehr human. Ja? Sämtliche Mediabooks, Wahnsinn. Außer so ein paar Ausnahmen. Was stand da noch? Ich glaube, von Maniac stand da diese ganz dicke Edition. So dick, da ist ja alles Mögliche drin. Die kostet, glaube ich, überall mittlerweile auch in fast allen Läden irgendwas mit 50 Euro, also ich glaube 49 noch was. Ja, aber ja, Jeepers Creepers hier eine super Reihe, wie ich finde. Ja, und ich habe hier wirklich noch nicht mal 10 Euro pro Film bezahlt. Unter 10 Euro pro Film. Ja, ja, absolut geil. Und ich würde mal sagen, dann machen wir jetzt mal einen auf, wie immer, ne, Ego-Shooter. Hm. So, da bin ich wieder. Und dann machen wir jetzt mal dieses schöne Ding auf. Ich mache jetzt mal kurz die Folie auf. Einen Moment. Ah, ich hätte es vorher machen können, ne? Ja, ich weiß. Aber egal. So, ja. Also wie gesagt, Müller wirklich für mich zurzeit ein super Laden, ja. Aber auch schon länger, muss ich ehrlich gestehen. So, das haben wir jetzt hier, das schöne Ding. Ja, so, hier haben wir, ey, geil. Nichts geklebt, das Ding ist einfach nur so dran. Super, das finde ich toll. Das haben die echt gut gemacht. Hier von Splendid Film ist das. Jawohl, das ist Splendid Film. Genau. Wunderbar. Limited, 3-Disc, ja, bla bla bla. Ne? Jo. Okay. Sehen wir uns mal das Buch an hier. Ja, alles, wie ihr sehen könnt, alles komplett matt gehalten. Ja, ich finde. Ja, der Creeper sieht natürlich hammergeil aus, also super, ja, super Cover, toll, echt super. Hier, falsch rum, das Bein, ja, wir drehen um. Stell scharf, scharf, nee, nicht Ziege, scharf, so, jo, na, irgendwie spinnt er hier mit dem Scharfstellen. Egal. So, und von hinten sehen wir mal das hier.
Alle 23 Jahre kommt er wieder. Ja. Und hier haben wir. Das Ding ist limitiert auf 2000 Stück. Ich habe die 97 von Splendid Film hier. Ja, geil. Sehr schönes Mediabook. Wirklich schön gemacht. Alles kerzengerade hier so. Ja, doch. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt mal. Uff. Und da haben wir die Blu-ray. Ja, erstmal ein bisschen Werbung. The Evil Next Door, den muss ich mir auch noch angucken. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen, ey. Das soll ja auch gar nicht mal so schlecht sein, oder? Ach nee, Moment. The Evil Next Door, den habe ich doch schon gesehen. Ja, 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 ja. So. Na, der war ja auch lustig hier. Na gut, egal. Es gibt Wichtigeres. Das hier. Jo, nehmen wir mal die Disc raus. Mal gucken, was es da so drunter gibt. Wahrscheinlich so ein Feld mit so einer Windmühle. Ja, genau. Ja. Jetzt nichts Besonderes, aber sieht gut aus. Der Druck ist, ja, ist nicht, ja doch, der ist schon ganz okay. Der Druck ist in Ordnung. Und hier haben wir dann, ah oh ja, geil, die DVD. Moment. Ach, das hier sind die Extras. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ne? Steht ja nirgends was drauf. Ist das jetzt hier, ah, doch eine Blu-ray. Keine DVD drin, alles Blu-rays. Ja, guck mal, wir haben hier drei Blu-rays drin. Ist ja Wahnsinn. Das wusste ich nicht. Ah, jetzt aber hier diese Scheiße. Oh, diese Dinger mag ich überhaupt nicht. Ah. Ja. Finde ich nicht so besonders. Und hier haben wir nochmal das Motiv. Jo. Ja, Leute. Da gucken wir uns doch einfach mal das Buch an. Was haben wir denn da Schönes? Ja, das Cover, das kennen wir schon, das Bild. Ja, also, das ist auch wirklich, wirklich gut. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Sehr schön. Kann man, ja, ja, der Creeper wieder. Genial. Oh, ja, 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 das sieht geil aus. Ja, ich mach das mal so. Ja, 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 super, super. Ja. Sehr schön. Ja. Mhm. Na, wie ihr sehen könnt hier, das ist eingetackert hier nur. Aber, naja, nicht so schlimm. Es geht. Ja. Ja. Und hier ist er nochmal. Ja, cool. Das wäre auch ein schönes Cover irgendwie. Oder? Obwohl. Nee, das gefällt mir besser. So, ja. Weiter geht's. Was haben wir da noch? Jawohl. Mhm. Und zu guter Letzt. Ja, wieder so eine Szene hier. Jo. Ja, Leute. Oh, haben wir noch? Nee, das war's. Jo. Naja, doch, da ist noch eine. Jo. Ja.
Also man hat auch, also ich finde, die Mischung ist in Ordnung. Text und Bilder, ja, doch. Ist gut. Gefällt mir sehr gut. So. Ja. Da haben wir alle drei hier. Ja. Und ich, Idiot, habe gerade noch nach einer DVD gesucht, ist ja klar. Es sind ja drei Blu-rays, alle drei auf drei Filme. Ja, das war ein bisschen blöd, ich weiß. Aber ja, ich schätze mal, das sind die ganz normalen Standard-Blu-rays mit dem ganzen Bonusmaterial schon drauf. Ich dachte, man hätte vielleicht hier, ja, es wäre ja hier eigentlich noch Platz gewesen für noch eine Disc mit mehr Extras. Ja, okay. Aber, jo, mir gefällt das Ding sehr gut. Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal wieder gönnen. Auch den ersten auf jeden Fall. Den habe ich nämlich schon urlange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Den zweiten eigentlich auch. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja, Leute, das war's. Was haltet ihr von dem Mediabook? Wie gefällt euch das? Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Teile überhaupt? Ja, ich meine, Jeepers Creepers, für mich schon auch eine Legende irgendwie, also eine legendärer Charakter aus den alten Horrorzeiten, sage ich mal. Ja, damals, ich weiß gar nicht, wann der erste Teil rausgekommen ist. Ich meine, gut, der ist ja neuer als jetzt andere Sachen, die wir so kennen. Aber ich finde auch, der Creeper ist auch so eine Ikone des Horrorgenres, finde ich. Ja, doch. Ja. Wobei der letzte Teil, ich habe den letzten Teil ja schon gesehen, den dritten. Den fand ich persönlich jetzt nicht so besonders. Der erste und zweite hat mir besser gefallen. Aber jetzt habe ich die alle drei hier für. Ja, unter 9, unter 10 Euro pro Film in einem schicken Mediabook von Splendid Film. Also, ich sag mal, hallo? Ja? Es gibt viel, viel schlechtere Filme, die für viel, viel mehr Geld angeboten werden als Mediabook, ja? Deswegen finde ich das hier absolut genial. Einfach nur super vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, für drei Filme hier so genial. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung. Lasst mal ein Däumchen da und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Und dann sage ich nur noch schönen Tag, schönen Abend, bzzzt, gute Nacht.